Damit habe ich jetzt wieder den Weg gefunden. Hier ist alles bereits gecleared. Das ist wieder Einbahnstraße. Ah, zu Level 8. Also hier komme ich noch nicht rein, das ist okay. Hier muss ich wieder von Level 8 runter, ist auch okay. Jetzt will ich erstmal die Flattermänner loswerden. Hi. Oh, tödlicher Angriff. Fällt mir jetzt gerade so auf. Ein Expertenangriff, der mehr von deiner Angriffskraft abhängt als von deiner Waffe. Und 38 Schaden am Ziel verursacht. Hm. So, jetzt können wir mit dem Heilen anfangen. So, das dürfte hier eigentlich schon reichen. So, und jetzt kommen die Level-Ups langsam simultaner. Mana-Regeneration, das hier. Erhöhte Resistenz gegen alle Magie um 3 und sinkt die Bedrohung aller Heilzauber um 5. Das ist nicht schlecht. Wenn der Tanz der Sterne an, wenn Tanz von Gaia endet, dabei wird jedes Gruppenmitglied um 15% vom gesamten Tanz von Gaia Heileffekt über 12 Sekunden geheilt. Okay, wilder Neuwuchs. Wenn du Neuwuchs auf ein Gruppenmitglied zauberst, wird wilder Neuwuchs auf andere Gruppenmitglieder angewandt, das die meisten GP verloren hat. Es wird dabei um 25% von Neuwuchs über 28 Sekunden. Das ist ein Neuwuchs, ist das hier. Hm, wäre auch nicht schlecht. Aber erstmal Bedrohung sinken. Das ist immer am schlausten. So, das dachte ich mir fast schon, dass das wieder der, dass das der Haken da ist. Ja, ich bin immer wieder froh, wenn ich die zweite Automap von selber finde. Da muss ich nicht so viel bei den Rätseln überlegen. So, das ist egal. Da waren wir ja schon überall. Und unser ganzes Essen ist wieder weg. Ah. Jetzt muss ich unser ganzes Essen wieder aus der Lagerkammer da drüben holen. Ja. Dumm, die dumm. So, das war normale Heilung. Das war Massenheilung. Das ist Wein und das ist Rum. Dummdi-dumm.
Habe ich gleich alles. Ja, habe alles. Gut. Ja, hier waren Zellen auf jeden Fall. Das ist auch so eine Sache mit dem Arm und Reich. Weil hier waren Zellen. Da war ein Lager. Hier war auch nichts weiter als Zellen. Warum auch immer das für Arme und Reiche sein soll. Also das hier ist für die Armen, das hier für die Reichen und das hier für die Reichen. Und der Rest ist für den Kaiser oder so. Ach ja, ich muss noch sortieren hier ein bisschen. Okay, wer auch immer ihr mich gehört habt. Hallo, nicht die Heilerin hauen. Mich hauen. Was auch immer euch meine Heilerin getan hat. Der Mantel taugt nichts. Hier drin ist überhaupt nichts. Hier drin auch nicht. Gibt es hier überhaupt irgendwelche Secrets oder... Ja, irgendwas muss es hier geben. Das ist jetzt eine... ein Crit-Trank. Na, ich dachte vielleicht. Außer ich muss wirklich das Rätsel hier lösen. Hm. Gucken wir mal. Wir sollen etwas gegen die Sonne werfen. Das öffnet sogar etwas, das habe ich gehört. Ich hoffe, ihr auch. Ah, Tatsache, das öffnet das Ding hier. Wie geht's dann weiter? Hier wirf irgendetwas unter die Sonne. Dann benutze mich, um die das nächste Hindernis zu öffnen. Das. Das war okay und verständlich. Wieder ein Stein. So ein Oblivion-Stein. Wie viel wiegen die eigentlich? 0,1. Na, dann hebe ich dich mal auf. Okay. Was ist mit dir? Unter gewundenen Kluften wirf irgendwas unter die Sonne, dann finde eine andere Sonne und lege mich darunter. Okay, das klingt nicht so. Also den muss ich da liegen lassen. Kurzschwert des Löwen. Ja, okay. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich auf die andere Seite komme. Irgendwas muss es hier ja geben.
Hier drin war ich gerade eben. Hier sind auch keine Knöpfe. Au. Auch keine Knöpfe, hier auch keine. Ich sehe aber auch nicht, dass das Ding von der anderen Seite zu öffnen ist, als ob da ein Hebel wäre. Also muss hier irgendwo ein Knopf sein. Na, die Fackel ist es nicht. Nein. Nein. Weil von der Seite komme ich nicht dran. Ich muss also hier hochkommen irgendwie. Da ist nur wieder der Ausgang. Hier ist auch nirgends ein Knopf. Keine Knöpfe. Taunte mich nicht so. Das war nicht gut. Es kann auch nicht sein, dass wir das, Rätsel drüben lösen müssen, also die Schatzjagd. Und ja, das Ding heißt wirklich Treasure Hunt. Gibt sogar extra ein Achievement dafür. Da auf die Seite reinzukommen. Hier haben wir eine Karte raus. Und ja, ich habe, glaube ich, begriffen, was heißt eins für die Armen, eins für die Reichen, zwei für die Reichen und eins für den Kaiser. Wenn man sich das mal so anguckt, hier ist vergittert für entweder den Kaiser oder die Armen. Das hier ist für die Reichen, das hier ist für die Reichen. Und das hier ist dann entweder für den Kaiser oder die Armen. Aber ich glaube eher, dass es für den Kaiser ist. Ha.
Gut, ich werde dann an dieser Stelle mal kurz einen Cut machen und nachgucken, wie man da reinkommt. Weil ich will mich nicht noch länger auf dieser Ebene aufhalten. Also bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Das hier ist Fake, scheinbar. Sagen sogar die Entwickler persönlich, dass es da nicht reingeht. Haben wir unseren Stein umsonst geworfen? Auch gut. Und ja, die Area wissen wir, da kommen wir später irgendwann nochmal hin. Genauso wie hier. Okay. Wir kommen in Level 8. Puh, ich bin froh, dass wir aus dem Palast heraus sind. Ich dachte schon, wir sterben in der Arena. Das war wirklich ein harter Kampf, aber dank des Kommandos haben wir es lebendig herausgeschafft. Danke, aber ohne eure Talente würden wir nicht hier sein. Großartig, lass uns die Gruppenumarmung für später aufheben. Die Luft hier riecht weniger abgestanden. Ich bin ungeduldig, das Sonnenlicht wiederzusehen. Wir sind immer noch nicht am Ausgang, sollten aber nicht mehr weit davon entfernt sein. Guckt euch das Moos an den Wänden an. Gut, aber wir können noch mehr Probleme bekommen. Schaut einfach nach vorne. Hallo. Sackgasse und wieder altgebackenes Mauerwerk. So. Ah, stimmt, hier im Kampf können wir keine Kommandos hin und her schieben. Schön weiter den Tank angreifen. So, den Tank mal wieder ein bisschen heilen. So, warten wir einfach mal, bis die Heilung ein bisschen durchgetickert ist. Okay. Barbar mit Eisenspitzen. Okay, die scheinen böse Sachen zu machen, wie sehr viel Bleeding. Oh, sie betäuben. Okay, böse. Die taugen leider nichts. Noch mehr Feuerschaden oder Feuerregenkulan, Eisschild, nicht ganz so Selbstverwirklichung. Von nicht periodischen. Was sollen nicht periodische Zauber sein? Ja. Ah, das ist cool.